Schneidern ist eins ihrer liebsten Hobbys. Bereits in ihrem ersten Leben, als Ursula Fuß noch nicht im Rollstuhl saß. An dieser Leidenschaft für Stoffe, Formen und Farben hat der Unfall vor 17 Jahren nichts geändert. Für Ursula Fuß aber begann eine neue Zeitrechnung, ein zweites Leben. Kurz vor ihrem 34. Geburtstag stürzt sie von einem Balkon aus 15 Meter Höhe. Sie überlebt, ist aber, als sie nach Tagen aus dem Koma aufwacht, entbrannt. Unfall war ich natürlich auch eine Architektur. Das Architektur nicht mit Architektur anweise. Verfassen ist, entzieht sich zu ihr, sie alleine leben kann. An diesem Bad habe ich ja verschiedene Dinge versucht umzusetzen. Zum einen wusste ich oder habe ich dann gelernt, dass ich doch eine verhältnismäßig große Ablagefläche brauche. Denn auch zum Schminken und so weiter müssen wir uns abstützen. Es hat natürlich den Vorteil, dass man viel darauf abstellen kann, aber es hat auch den Nachteil, dass sich viel sammelt. Aber da muss man dann ab und zu wieder aufräumen. Bei der Badewanne ist mir etwas ganz wichtig gewesen, da ich mich nie so wirklich sicher gefühlt habe, auf dem dünnen Badewannenrand zu balancieren, um einzusteigen, dass ich erstmal eine feste Sitzfläche habe, auf die ich umsetzen kann, um dann eben in Ruhe in die Badewanne ein- und aussteigen zu können. Um Architektur wirklich zu verändern, muss Barrierefreiheit von Anfang an eingeplant werden. Und es bedarf viel Einsatz. Den zeigt Ursula Fuß. Als Dozentin, als Gutachterin, Preisrichterin und vor allem natürlich als Architektin. In ihrem Büro, das seit ihrem Unfall im selben Haus liegt, stapeln sich die Entwürfe für barrierefreie Bauprojekte. Sie alle bringen Ursula Fuß' Ziel zum Ausdruck, Begegnung uneingeschränkt zu ermöglichen. Gute Architektur oder gute barrierefreie Architektur, ich glaube, da sollte es auch gar keinen Unterschied geben, zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie selbstverständlich ist, dass sie von allen respektiert wird. Und unter Respektieren meine ich dann auch, dass sie von allen gerne genutzt wird und dass eben keine Neben-, Hinter- und sonstige Eingänge sind. So wie bei der neuen Rampe vor der Gedächtniskirche in Speyer, die sie gerade abgeschlossen hat. 66 Meter lang erhebt sie sich wie eine Welle aus dem Meer der Pflastersteine. Ihr Wirken reicht inzwischen über die deutschen Grenzen hinaus. Ihr jüngstes Projekt erhebt sich am Rande des Indischen Ozeans in Sri Lanka, ihrem liebsten Urlaubsland. Eine Rampe für eine Hotelanlage, 630 Meter lang. Als ich das Projekt dann vorgestellt habe, habe ich erst gedacht, die erklären mich für verrückt. Aber, und das ist das Schöne, was ich gerade in Ländern, die man fast zu Entwicklungsländern zählen kann, immer wieder erlebe, ist eine Aufgeschlossenheit, eine Neugierde. Und hier wurde nicht gesagt, zu lang, zu teuer und das ist doch unmöglich, sondern man hat gesagt, nein, das ist genial. Wir können eigentlich daraus einen Walking Meditation Pass machen. Dass es ihr gelingt, etwas zu bewegen, tut ihr gut. Aber auch die Veränderungen vor der Haustür, die sie beobachtet und die ihr spontane Aktivitäten erleichtern. Bis vor wenigen Jahren war Teilschichtig und dadurch die Fläche, die wir uns hinten an, nicht besser. Da macht sogar Schatten. Das ist immer